Herzlich willkommen zur Museumsmittagspause im Fränkischen Schweizmuseum von Tüchersfeld. Mein Name ist Fabian Wittenborn und ich möchte Ihnen heute wieder ein Exponat aus unserer Sonderausstellung 50 Schätze, Dinge erzählen Geschichte vorstellen. Haben Sie schon einmal jemanden Pflege genannt? Heute erfahren Sie, woher dieses Schimpfwort kommt. Zwar geht es heute um einen Dreschpflege. Vor der Erfindung der Dreschmaschine war er ein entscheidendes Werkzeug in der Landwirtschaft. Im Laufe der Getreidedomestizierung war es den Menschen nicht nur darum gegangen, Getreidesorten mit vielen Körnern zu züchten, sondern man legte auch Wert auf feste Hülsen um die Körner, damit die Körner nicht auf dem Weg vom Feld zum Haus schon aus den Ähren fielen. Dies brachte das Problem mit sich, dass die Körner nun aus den Ähren herausgeschlagen werden mussten. Dies geschah üblicherweise auf einer gestampften Lehmfläche der Tenne in einer Scheune. Die Drescher standen ringsum im Kreis um das Stroh und schlugen im Takt eines Drescherliedes reihum auf das Korn. Gerne öffnete man dabei die Türen, damit der Luftzug das Stroh und die Spelzen schon ein Stück weit davonblasen konnte und die schweren Körner zurückblieben. Dennoch mussten anschließend die Körner vom Druschgut noch durch Sieben und Worfen getrennt werden. Zu dem Thema gibt es übrigens bereits einen weiteren YouTube-Film auf unserem Kanal, der Streifzug zur Windfee. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und freue mich auf ein Wiedersehen bei der nächsten Sendung.